So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich bin zurück mit Far Cry New Dawn und wir sind jetzt hier beim letzten Let's Play zu der nächsten Expedition und wir werden uns die letzte Expedition jetzt auch anschauen. Das ist das Walking Horse Kernkraftwerk und ja, das sind alle 7 Expeditionen, die ich euch jetzt gezeigt habe, also wenn ihr diese jetzt auch noch gesehen habt. Und ich finde die wirklich grandios, also die sind richtig gut gemacht und machen einfach mega Spaß, vor allem wenn man sie auch mit Freunden spielt, dann ist es nochmal eine ganze Ecke mehr Fun und man hat auch die Möglichkeit, dass man dann einfach das taktischer angeht und jeder dann an eine andere Position geht und man dadurch dann einfach leichter die Expedition beenden kann. Und je öfter man die Expedition schließt, umso höher wird dann der Schwierigkeitsgrad. Also das steigt bis zu 3-mal, also Stufe 3 ist dann das höchste. Und wir machen das jetzt auch auf Stufe 3. So, wie immer ist es auch so, dass ihr an verschiedenen Tageszeiten die Expedition machen könnt. Also das ist immer zufällig, wie die startet. Ich schaue jetzt mal ganz kurz, ob ich C4 dabei habe. Ja. So. Jetzt gehen wir mal dahin und gucken mal, wo das Päckchen ist. Wie immer ist es so, dass ihr das Päckchen suchen müsst. Hier sind noch ein paar Tiere. Komm schon. Oh, habe ich nicht getroffen, egal. Auf jeden Fall können wir gleich mal plündern. Gibt's hier klar wieder das Päckchen, das ihr holen müsst und dieses Mal scheint es an einem anderen Ort zu sein. Das wechselt auch immer wieder, wo das Päckchen ist. Also das ist immer wieder mal anders. Okay. Bin mal gespannt, wo wir es jetzt finden. Da hinten sehe ich noch nichts. Ah doch, da hinten ist glaube ich was. Ah, da leuchtet es ja. Schaue ich mal kurz mit dem Fernglas, damit ich hier ein paar Gegner entdecke. Den können wir mal ausschalten. Das war natürlich nicht getroffen. So. Wow. Oh, die haben mich jetzt gesehen, natürlich. Die haben mich jetzt natürlich schon gesehen. Wie oft will der nachladen? Okay, der ist tot. Das Päckchen wird dann hier in der Nähe sein. Oh, hier ist noch einer. Jetzt kommen die gleich hier mit dem Flammenwerfer. Alter Schwede. Ach, da ist das Päckchen, okay. So, das Päckchen hätten wir. So, jetzt muss ich nur schauen, wo wir hin müssen. Ah, okay, da hoch. Und ja, dadurch, dass das Päckchen immer wieder an anderen Orten ist, spielt sich die Mission dann auch klar immer wieder anders und macht dann auch, ja, einfach immer wieder Spaß, die Mission neu zu starten, weil man dann eben eine andere Art hat, wie man die Mission nochmal spielen kann, beenden kann. Oh, die haben aber schnell das Brennen angefangen. Alles klar. Ach, ich schieße auch gerade mit Feuermunition, kein Wunder. Ja, man hat auch verschiedene Munitionstypen, die man ausrüsten kann im Laufe des Spiels und da kann man dann natürlich ordentlich Schaden austeilen. Und die Waffen, die ich habe, die sind auch schon sehr stark. So, jetzt müssen wir mal schauen. Das war mir klar, dass das geht. Deswegen habe ich kurz geguckt, ob ich da drauf schieße. Und so, jetzt müssen wir hier am Abholpunkt warten, bis der Helikopter erscheint. Und so lange können wir dann hier den Punkt noch verteidigen. Und das Gute ist, mit der Brandmunition kann man natürlich auch die Umgebung ein bisschen in Brand setzen. Und dadurch werden dann wieder die Gegner in Brand gesteckt. Und hier kann man noch ein bisschen plündern, dass man wieder Munition bekommt. Oh, da hinten kommt noch einer. Die kommen natürlich von allen Seiten dann. Aber das sieht ziemlich gut aus.
Okay, da hinten ist noch einer. Ey, die kommen alle vom Himmel. Ach so. Ich dachte mir schon, hä, wer schießt denn auf mich? Wo ist denn der gelandet? Der ist gleich abgestürzt. Da ist noch einer. So, der Helikopter müsste gleich da sein. In 36 Sekunden. So. Und ja, ich finde, die Expeditionen sind einfach mit das Beste vom Spiel. Macht einfach riesengroßen Spaß, vor allem wenn man das mit Freunden spielt, dann geht es nochmal eine ganze Ecke mehr ab. Da hinten, was ist denn da hinten? Ich glaube ein Bär oder so. Ah ja, da ist wirklich ein Bär. Okay, da hinten ist auch noch ein Gegner. So, der Helikopter müsste gleich da sein. Da ist er auch schon. Wow. Okay. Und wir können auch schon losfliegen. Ich brenne zwar, aber okay, ich habe es noch geschafft. Und ja, somit haben wir auch das Kraftwerk abgeschlossen. Man kann natürlich jetzt hier viel mehr machen, ne? Man könnte jetzt noch die Gegner alle ausschalten und bevor man das Paket holt und dann noch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte rausholen. Aber ich finde, wie gesagt, die Expeditionen sind einfach richtig gut gemacht und solltet ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, wenn ihr das Spiel habt. Das Spiel ist auch aktuell noch im Sale, also das könnt ihr jetzt günstig haben und kann ich euch nur empfehlen. Ist für mich das beste Far Cry, nicht nur grafisch, sondern auch was das Gameplay angeht. Und ja, damit bin ich auch am Ende meines Let's Plays zu allen Expeditionen. Ich habe euch jetzt alle gezeigt und ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da und ansonsten würde ich euch empfehlen, einfach mal die Playlist zu Far Cry New Dawn anzuschauen. Da habe ich verschiedene Videos zu verschiedenen Features vom Spiel gemacht. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder im nächsten Video. Bis bald, euer Monster.